Ja, hallo und willkommen zum nächsten Projekt. Und wie man vielleicht schon beim Intro erkannt hat, wo ich still in war, war das genau der Teaser zu diesem Spiel hier. Und zwar Quest for Glory 4 Shadows of Darkness. Oder im Deutschen Schatten der Dunkelheit, wie auch immer. Ja, ich habe mir dann doch gedacht, ich mache doch nochmal einen Quest for Glory, den vierten, der natürlich auf den dritten folgt. Wenn ihr den dritten noch nicht kennt, guckt euch das Video an, damit ihr wisst, worum es geht. Ich kann mal kurz verraten, am Ende des dritten Teils hatten wir es geschafft, mal wieder das Böse zu besiegen und wurden dann unerklärlicherweise aus dem schönen Tana wegteleportiert, und zwar hierher. Ich habe es ja am Ende des letzten Spiels, wollte ich eigentlich, kann man die Option noch auf meinen Charakter zu speichern, den ich ja erfolgreich durch das Spiel gebracht hatte, meinen Paladin, den ich auch im zweiten Teil erschaffen hatte und dann in den dritten Teil importiert hatte. Und ich mache jetzt wieder genau das gleiche, und zwar werde ich jetzt meinen Charakter aus dem dritten Teil, meinen Paladin, in den vierten übernehmen, in diesem Teil. So dass die ganzen Werte, mit denen wir beim dritten aufgehört haben, hier, mit denen fangen wir an. Das ist aber, wie gesagt, immer noch so ein cooles Feature von allen Quest for Glories. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt sofort. Wie gesagt, Quest for Glory 4 kam 94 raus, nein, Ende 93 kam es raus, genau. Bisschen über ein Jahr später. Wird von vielen so als das schwarze Schaf angesehen. Wahrscheinlich, weil es dem ersten Teil zu sehr ähnelt. Das stimmt allerdings, kann ich zustimmen, aber dafür hat das Spiel auch eine fantastische Stimmung, ziemlich düster. So transylvanisch angehaucht und so Dracula-mäßig angehaucht. Und ja, den Rest, wie gesagt, werden wir dann gleich sehen, wenn ich jetzt anfange zu spielen. Weil ich möchte jetzt nicht so viel quatschen wieder wie beim letzten Mal, das ist auch ein bisschen langweilig, ne? Deswegen fangen wir mal damit an, dass ich meinen Charakter importieren werde. So, jetzt sollen wir die Diskette einlegen. Ja, natürlich, Diskette. Sowas gibt es ja gar nicht mehr. Und zwar importieren wir unseren Typen aus dem dritten Teil, wie gesagt. Unseren Paladin. Import. Und es hat geklappt. Ihr Charakter wurde erfolgreich importiert. Willkommen bei Schatten der Dunkelheit. Es hat wieder keine Sprachausgabe. Das heißt, ich muss wohl wieder alles vorlesen. Also es gibt schon eine Sprachausgabe, aber auf Englisch. Habe ich leider nicht. Ich habe nur die Diskettenversion, deswegen, sorry. Müssen wir damit leben. So, wir könnten uns jetzt auch umentscheiden, falls wir mit der Wahl unseres vorherigen Spielers nicht zufrieden waren, können wir zum Beispiel auf den Dieb ummünzen, Zauberer oder nur auf den Kämpfer. Aber wir wollen natürlich weiter in Paladin bleiben. Drück einfach bloß weiter, dann sind wir weiter in Paladin. So, hier der typische Auswahlbildschirm, wie auch schon im dritten Teil, ein bisschen umgebaut worden, ein paar Dinge wurden entfernt, Paladin-Punkte gibt es zum Beispiel nicht mehr. Der Name steht jetzt unten statt oben, ja, es ist mehr so kleine Sachen. Mana wurde falsch geschrieben, auch nicht schlecht. Ja, das ist auch eine der besten Neuerungen natürlich. Ja, wie gesagt, hier sind die Punkte, mit denen wir stehen geblieben sind. Hier die Wurffähigkeiten noch vom Speerwerfen, allseits bekannt. Oder hier die Beweglichkeit vom Donnerbalken balancieren. Ich werde jetzt ein paar Punkte mal so ein bisschen verteilen, wo ich denke, wo die gut hinpassen. 100 habe ich zur Verfügung. Ich werde mal ein paar erstmal geben auf... was brauchen wir denn alles Schönes? Ausweichen, Beweglichkeit, Widerstandskraft erhöht, Gesundheit und die Ausdauer. Klettern. Ehre ist klar, kriegen wir nicht. Sprechen ist eigentlich ziemlich gut. Also man fängt bei Quest for Glory 4 eigentlich mit Werten ab 200 an, aber da wir halt sehr viel trainiert haben, habe ich natürlich welche schon viel höher als 200. Das ist natürlich sehr hilfreich. Widerstandskraft nochmal. Ausweichen, ist gut beim Kämpfen. Parieren auch. Waffengeschick, der Waffenschaden zum Beispiel. Intelligenz, wie gesagt, brauchen wir nicht unbedingt, weil wir halt Kämpfer sind, ursprünglich. Sprechen, das kann man hier noch lernen, das brauchen wir nicht. Werfen. Stärke noch. Mit dem Widerstandskraft noch ausweichen, noch mal ein paar Werte. Oh, ich weiß nicht, ist eigentlich ziemlich ausgeglichen, und die Werte, die ich jetzt gerade so anklicke, nur werfen noch mal einen Widerstandskraft und noch mal eine Beweglichkeit. So, Name bleibt gleich, Devin. Und ich würde sagen, fangen wir an. Wo sind wir hier bloß wieder gelandet? Und was hat uns hierher geführt, ist die Frage, ne?
Sie erwachen aus einem Albtraum, in dem sie geflogen und gefallen sind. Sie finden sich an diesem seltsamen Ort wieder. Die einzige Beleuchtung kommt von einem unheimlichen grünen Licht. Irgendwann während der Reise haben sie ihre Waffen und den Inhalt ihres Rucksacks verloren. Das einzige, was sie besitzen, sind ihre Kleider und die Rüstung, die sie tragen. Dadurch stellen sich ihnen vier brennende Fragen. Wo sind sie? Wie sind sie hergekommen? Wer hat sie hierher gebracht? Und wie in aller Welt kommen sie hier wieder heraus? Nee, eigentlich sind es fünf brennende Fragen. In welcher Stadt ist ihr Gepäck diesmal verloren gegangen? Ja. Dieses typische Heldenklischee, an jedem Anfang einer Fortsetzung eines Rollenspielheldens seine ganze Ausrüstung oder Erfahrung zu verlieren. So, das Interface ist etwas anders geworden. Hier oben sieht man jetzt direkt die Lebensanzeige, die Ausdauer und ich glaube, das müsste Magie sein. Ja. Das Menü selbst ist eigentlich gleich. Ich werde mal die Details etwas hochstellen und die Geschwindigkeit etwas erhöhen, damit wir ein bisschen schneller laufen. Ne? Der Kampfmodus, den sehen wir später noch, ist auch etwas anders. Oh Gott, an den muss ich mich erstmal wieder gewöhnen, weil das Kämpfen ist hier wieder komplett anders. Man kann es komplett automatisch machen lassen. Oder man kämpft selber. Ich muss mal gucken, was mir besser gefällt nachher. Achso, im Inventar ist auch gleich geblieben. Unsere Plattenpanzer und ein bisschen Geld noch. Eine Krone, super. Das ist richtig viel Geld. Das Feld ist auch gleich geblieben. Laufen, schleichen, schlafen. Unser Statusbildschirm, Punktestand, Zeitanzeige. Sie haben keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Es ist stockdunkel hier drin. Gut, wenn wir jetzt nachher draußen sind, dann gibt es auch wieder diese Zeiteinstellung mit Sonne hier, die so geht. Das sind die Zauberkräfte. Unsere Paladinkraft müsste das sein. Der Heilspruch, genau. Gut, ich würde sagen, schauen wir uns mal um hier. Sie befinden sich in einer großen Höhle, durch die leuchtende Flechten an den Wänden schwach beleuchtet wird. Seltsame, unregelmäßige Steine ragen aus der Erde heraus. Sie sehen aus wie das Gerippe eines riesigen Tieres. Hier und da scheint es, als wüchsen versteinerte Leichen aus dem Boden und den Wänden heraus. Das sieht wirklich aus wie so ein Friedhof, ne? So, da ist die Tür. Es scheint eine Art Steinklappe zu sein, die als Tür zu dem Durchgang dahinter fungiert. Gehen wir mal da lang. Die Klappe gibt nicht nach. Wenn sie etwas mehr Licht hätten, könnten sie vielleicht erkennen, wie sie zu öffnen ist. Okay, also wir müssen hier erst ein paar Dinge noch finden, bevor wir die schicke Tür dann aufkriegen, die übrigens wie eine Herzklappe aussieht, finde ich. So, wenn wir uns mal umgucken, hier liegen irgendwelche Skelette rum. Verweste Leiche ist teilweise in die Höhlenwand hineingewachsen. Ich würde sagen, wir untersuchen die mal. Eine kurze Durchsuchung bringt einen harten grauen Stein zum Vorschein, den sie einstecken. Außerdem 3 Kronen und 13 Kopeken. Was ist das für ein Stein? Ein Feuerstein. Sie besitzen einen kleinen grauen Feuerstein. Der ziemlich genauso aussieht wie der in ihrem Überlebenshandbuch berühmter Abenteurer im Kapitel Feuermachen beschrieben ist. Sie erinnern sich vage daran, dass man einen Feuerstein zusammen mit Stahl benutzen muss. Okay. Hätten wir also schon mal sozusagen Zunder. Hier liegt noch nichts. Noch ein Skelett. Bei der Leiche finden sie 30 verschiedene Kupfer- und Goldmünzen. Was haben wir hier? Was ist das? Sieht aus wie ein Altar. Dies ist eine Art Altar für den dunklen Fürsten. Er ist mit Sand bedeckt. An beiden Seiten befinden sich Fackelhalter, um für die zahllosen Riten und unaussprechlichen Rituale Licht zu spenden. Dunkler Fürst. Okay. Ist das eine Schale? Es sieht wie eine Fackel aus. Sie scheint jedoch kein Dolch oder ein anderes brennbares Material zu besitzen. Nehmen wir die mal mit, wa? Die Fackel haben wir bestimmt gebraucht. Sie nehmen die Fackel mit. Können sie aber leider noch nicht anzünden, weil wir kein Metall haben. Aber hier ist noch ein Skelett hier vorne. Durchsuchen wir die mal. Sie durchsuchen die Leiche. Der einzige noch brauchbare Gegenstand ist ein Dolch, den sie aufheben. Sie finden jedoch außerdem ein paar Münzen. 5 Goldmünzen. Oh, Goldmünzen. Mit dem Abdruck einer Krone darauf. Und 13 kleine Kupfermünzen, auf denen jeweils eine Kopeke steht. Das ist das Zeichen, dass wir Rätselpunkte bekommen haben. Da, 2 Stück. Also ein Dolch haben wir jetzt. Guck mal, der Dolch ist aus Metall bestimmt, ne? Steht zwar nicht da, aber damit können wir bestimmt mit dem Feuerstein Feuer machen. Oder auch nicht. Oder so rum. Nee. Ach so, gut. Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Sehr schön. 8 Pünktchen. Damit können wir vielleicht diese Klappe aufkriegen.
Oder gehen wir erstmal hin? So. Sie brechen den Verschluss mit ihrem Dolch auf und schlüpfen hindurch. Okay. Sie sind in einer großen Kammer angekommen. Steinklappen wie die, durch die sie gerade gekommen sind, blockieren drei andere Durchgänge. In der Mitte des Raumes befindet sich ein riesiger Steinaltar und im Süden ein Ausgang. Sieht aus wie eine Verpuppung oder sowas, ne? Sie befinden sich im Herzen der Höhle. Klappen verschließen die Durchgänge in alle Richtungen. In der Mitte der Kammer befindet sich ein nüchterner Steinaltar, der mit schwarzen Flecken bedeckt ist. Man muss mal angucken, ne? Der rohgehauene Steinaltar ist mit dunklen Blutflecken beschmiert, die schon lange zu Pulver getrocknet sind. Jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeigehen, haben sie ein unheimliches Gefühl. Ja. Ich kann schon mal sagen, durch die Klappen kommen wir jetzt noch nicht durch, also da gehe ich da auch gar nicht erst hin. Aber hier unten liegt was Interessantes, ein Schwert und ein Schild. Die Leiche ist schon lange nicht mehr weit, nichts mehr weiter als eine ausgetrocknete Hülse. Aber der Schild scheint in ziemlich gutem Zustand zu sein. Neben dem toten Krieger liegen ein beschädigtes Schwert und ein Geldbeutel. Okay, nehmen wir mal beides mit, ne? Sie nehmen dem toten Krieger dankbar den Schild und das beschädigte Schwert ab. Hoffentlich leisten sie ihnen bessere Dienste als ihrem früheren Besitzer. Das hoffe ich mal auch, ne? So, haben wir dann schicke Schwert, das sehr rostig aussieht. Dieses Schwert ist ziemlich angeschlagen und abgenutzt. Es wird nach dem Schleifen immer gleich wieder stumpf. Trotzdem ist es immer noch besser, als mit bloßen Händen oder einem Dolch zu kämpfen. Ja. Schild. Der beste Angriff erfordert gute Verteidigung. Dieser Schild hält sie lang genug am Leben, um sich um beides zu kümmern zu können. Gut. Hier unten geht's raus. Oder weiter. Was ist das? Fledermäuse. Jetzt kommt zum ersten Kampf. Als sie sich dem Ausgang nähern, treffen sie auf zwei fliegende Kreaturen. Sie haben Flügel wie Fledermäuse und Körper wie Spinnen. Oder wie war der Kampf nochmal? Achso, irgendwie draufhauen. Wie gesagt, ich kann den Kampf überhaupt nicht mehr. Ich stelle mal auf Strategie. Ich habe da mich automatisch. Ja, der Kampf ist ein bisschen komisch hier. Im bitteren Kampf waren sie besser als die Badass. Denen haben sie es aber wirklich gezeigt. Ich muss mich noch ein bisschen mehr vertraut machen mit dem Kampf im vierten Teil. Mit denen kam ich nie so richtig klar. Die toten Körper der Batter sind flohverseucht und riechen schrecklich. Ist da Geld drin? Nee. Gut. Wir sind kurz vergiftet worden, aber anders als in Quest der Glory 3 stirbt man nicht daran. Das geht nach einer Zeit alleine weg. Nach einer Minute ungefähr. Jetzt habe ich eine Menge Ausdauer verloren. Das ist nicht gut. Etwas Tödliches liegt in der Nähe auf der Lauer. Tiefe Grube nimmt diesen Gang fast völlig ein. Eine Seilbrücke ist über die engste Stelle der Kluft gespannt. Ja. Gucken wir mal. Eine schwere Seilbrücke ist über den Abgrund gespannt. Am Boden der Grube können Sie den Eingang zu einer großen Höhle sehen. Ab und zu erhaschen Sie einen Blick auf ein scheußliches Ungeheuer mit Fangarmen. Wie kommen wir rüber? Das Seil testen. Sie testen das Seil vorsichtig, bevor Sie es überqueren. Es fühlt sich so an, als sei es auf beiden Seiten der Kluft fest verankert. Die sagen, schön festhalten, ne? Ah, was ist das? Oh Gott, schaffen wir es? Oh, Glück gehabt. Sie haben die Grube gerade so überqueren können. Sehr gut. Raus aus diesem Loch. Ja, raus. Ach nee, hier geht's raus. Okay. Und wir sind raus aus der Höhle. Ein Glück. Aber was ist das? Steht jemand. Sie schlüpfen gerade rechtzeitig durch den Höhleneingang, um nicht von den sich schließenden Kiefern zermalmt zu werden. Puh, das war knapp. Als sich der Mund der Höhle hinter ihnen schließt, verspüren sie ein seltsames Kitzeln, wie eine Warnung. Es lautet eine Gefahr unbekannten Ursprungs auf sie. Da, jetzt ist die Vergiftung weg. Oben sieht man das. Sie sind noch am Leben. Erst eine Person ist hier bis jetzt lebend wieder herausgekommen. Wer sind Sie? Wie sind Sie hierher gekommen? Es gibt so viele Fragen, die ich Ihnen stellen möchte, aber leider muss ich schnell nach Hause. Es ist zu gefährlich, sich in Moldavia nachts draußen aufzuhalten. Die Stadt befindet sich direkt nördlich von hier. Seien Sie vorsichtig, hier lauern viele Gefahren. Viel Glück. Oh, da fällt mir ein, ich heiße Katrina. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann einmal wiedersehen werden. Leben Sie wohl. Ja, Katrina, die wird noch eine große Rolle spielen. Welche, das werden wir nicht im nächsten Teil erfahren, aber ich sag trotzdem schon mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann.